Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue startet am 25. Juni unter der Leitung seines neuen Cheftrainers Daniel Mayer in die Vorbereitung der neuen Saison. Auf einer Pressekonferenz wurde der 38-jährige Fußballlehrer am Donnerstag von FCE-Präsident Helge Leonhardt offiziell vorgestellt. Mayer wechselt vom 1. FC Köln zu den Veilchen ins Erzgebirge. Sein Vertrag läuft bis Juni 2020 und gilt für die zweite Bundesliga. Na, ich war vorher schon mal hier mit Energie Cottbus, habe das neue Stadion bisher nur auf YouTube und im Fernsehen gesehen. Bin beeindruckt von den Möglichkeiten, bin vorhin von Robin und Max mal rumgeführt worden. Das ist natürlich überragend, die Rahmenbedingungen, die man hier mittlerweile geschaffen hat. Daran wird es also am Ende nicht scheitern. Hab hier in kürzester Zeit sehr viele nette Leute kennengelernt. Hoffe, dass ich mir die Namen merken kann. Und freue mich jetzt auf die nächsten Tage und Stunden, weil wir durchaus so ein paar Sachen zu tun haben natürlich. Ja. An seiner Seite hat Daniel Mayer als Co-Trainer Robin Lenk sowie Max Owanski als Torwarttrainer und Werner Schauper als Athletiktrainer. Beim 1. FC Köln war Daniel Mayer in den letzten 2 Jahren Interimstrainer der U21, Trainer der U19 und Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Davor standen Nachwuchsmannschaften des hallensischen FC und des FC Energie Cottbus unter seiner sportlichen Leitung. Die ersten Trainerstunden des gebürtigen Hallensers waren Motor Eberswalde und FC Strausberg.